Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück zu Europa Universalis 4 mit dem DLC Alliance of the North und unserer Piratenrepublik Gotland. Wir wollen hier weitermachen und falls euch diese Videoreihe gefällt, lasst doch gerne einen Like da und abonniert den Kanal. Würde mich sehr freuen, denn mittlerweile ist das jetzt schon die dritte Folge und ich habe euch auch ja extra ein Video gemacht, wo ich euch all die neuen Missionsbäume zeige zu den verschiedenen Nationen. Wenn euch das interessiert, gerne mal schauen. Wir dürfen direkt eine Regierungsreform erlassen. Republikanische Tugenden, entweder der Piratenkodex, der uns Seeleute bringt, republikanische Tradition, Seeräuber-Einfluss, Schmuggler, mehr Handelseinfluss, Rat der Kapitäne, mehr Effizienz der Freibeuter, also ist alles gut und das hier ist ziemlich spannend, der Weg des Freibeuters, das würde bedeuten, wir bekämen 10% mehr Armeemoral, 10% mehr Flottenmoral, minus 10% Flottenunterhalt und republikanische Tradition plus 1 und Effizienz der Freibeuterei, also das ist alles super gut und das ist sicherlich spannend. Aber das ist mir doch zu riskant, denn das würde bedeuten, dass automatisch, wenn wir das hier wählen, alle Bündnisse, die ja mit keiner anderen Piratenrepublik geschlossen wurden, zerbrechen. Und wir würden wieder ganz alleine dastehen. Und ganz alleine gegen Dänemark und Schweden, weiß ich nicht. Wenn die Dänen und Schweden irgendwann mal vielleicht geschwächt werden, können wir meiner Meinung nach überlegen, dass wir das nochmal ändern. Weil das ist schon eine spannende Sache, dass man so ein bisschen... Der alleinige Pirat ist der Schrecken der Meere und dadurch auch starke Truppen, starke Schiffe und so weiter bekommt. Also es reizt mich, aber in dem Fall ist es mir doch zu riskant, dass Schweden und Dänemark, dass die uns einfach überrennen. Ich würde sagen, wir nehmen den Piratenkodex. Seeleute brauchen wir sowieso. Da haben wir nämlich gerade, erhalten wir monatlich nur 5 und benutzen 6. Also das ist sowieso gut und dann noch ein bisschen republikanische Tradition ist da, denke ich, relativ in Ordnung. Jetzt haben wir 6 von 6. Das ist doch schon mal eine Verbesserung. Okay, das haben wir erledigt. Dann versuchen wir ja immer noch in Brandenburg auf die Meinung zu kommen. Was ich übrigens zwischenzeitlich mal gemacht habe, ist hier meine Interessen darzulegen. Ich habe gesagt, ich will die gesamten Gebiete gerne haben von Stettin und eben vor allem von Wolgast. Es gab auch einen spannenden Kommentar, der vorgeschlagen hat, dass wir nur Inseln erobern. Das ist ein spannender Vorschlag, würde uns aber natürlich langfristig auch sehr einschränken. Ich meine, wie viele Inseln hätten wir jetzt hier? Wir hätten hier Åland, wir hätten Ösel. Da müssten wir einmal gegen Schweden und einmal gegen die Livonische Orden. Dann gäbe es jetzt hier noch Bornholm, Rügen und wenn man das als Insel noch sieht, hier noch 3 von Dänemark. Aber das würde uns bedeuten, wir könnten jetzt höchstens von Wolgast Rügen erobern und bei Rügen haben wir ja die Besonderheit... Muss ich mal kurz gucken. Da hatten wir doch irgendwo was, wenn Rügen unabhängig ist. Hier, Rügen-Gotland-Piraterie. Einer der folgenden Punkte musst du treffen. Rügen existiert, Rügen ist Besitz von Gotland oder einem nicht tributpflichtigen Untertan. Dann würde das bedeuten, Rügen wird in die Unabhängigkeit entlassen, die Regierungsform wird zur Republik geändert, der Regierungsrang Herzog gibt keine Boni... Es wird eine Piratenrepublik, aber ist die dann auch unter unserer Kontrolle? Das ist mir noch ein bisschen unklar, muss ich sagen. Also was ist unser... Ah ja doch, macht Rügen zum Vassal. Okay. Also wenn ich das verstehe, würden wir Rügen zum Vassal bekommen, solange Rügen irgendwie unabhängig wäre. Einer der folgenden Punkte musst du treffen. Rügen existiert, das haben wir jetzt halt noch nicht. Rügen ist im Besitz von Gotland. Ich meine, wir könnten es sozusagen auch... Was würden wir dann bekommen? Wir würden nicht sehr viel bekommen. Gut, wir würden einen Admiral und einen General bekommen. Beides sehr gut. Das ist schon nicht schlecht. Und der Rest gilt aber alles nur für Rügen, glaube ich, mit Regierungsmodifikatoren. Und dann würde Rügen unser Vassal werden. Man könnte also überlegen, dass man Rügen... irgendwie in die Unabhängigkeit entlässt von Wolgast, wenn man eh nicht mehr fordern kann, weil die aggressive Expansion vielleicht zu hoch ist, müssen wir mal gucken. Das heißt, wir werden jetzt erstmal unseren Anspruch eher auf die Küstengebiete setzen und versuchen, Küstenland für unsere Piratenrepublik zu erobern. Wobei, da werden wir, denke ich, sehr relativ viel erobern können von Wolgast. Gehe ich mal stark davon aus. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die Mission falsch verstehe und ob wir Rügen tatsächlich besitzen müssen, aber... Das steht ja dort, ein was bei beiden muss zutreffen. Einer der folgenden Punkte, und zwar entweder Rügen muss existieren oder ist in Besitz von uns.
Und wenn wir es in Besitz nehmen, würde uns das ja aggressive Expansion kosten und dann würde es wieder frei werden als Vasall. Und wenn wir es aber eben einfach nur in die Unabhängigkeit entlassen, dann sollte es sich ja auch automatisch uns anschließen. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Gut, aber dann werden wir jetzt mal hier einen... Ach, wartet mal. Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, einen Anspruch machen. Hä? Soweit habe ich bis jetzt in den letzten zwei Folgen noch gar nicht gedacht, liebe Zuschauer. Wir haben ja leider keine benachbarte Provinz. Daran habe ich noch nicht gedacht. Wir können gar keinen Anspruch geltend machen. Ha, das macht das natürlich wieder einiges schwieriger. Litauen garantiert die Unabhängigkeit vom Livonischen Orden. Das ist schwierig, okay. Ja, der Deutsche Orden, der Livonische Orden, die sind alle zu stark für uns. Und das wären ja eigentlich die einzigen Möglichkeiten für uns etwas zu erobern, außer hier noch Dänemark oder Schweden, die aber halt auch zu mächtig sind. Also so an Eroberung, für Eroberungszüge sieht es sehr schwierig aus. Wir haben ja auch keinerlei Ansprüche und die Missionen an sich... Ja, die geben uns halt nur Ansprüche auf Dänemark. Aber nicht irgendwie auf weitere Gebiete. Das ist... Doch, hier steht, warte mal. Gotland erhält einen Anspruch auf jede Provinz mit einem Handelszentrum oder einer Flussmündung. Richtig, richtig, richtig. Und zwar, wenn ich was mache? Ach ja, das war ja unser Punkt mit nördliche Ostsee. Freibeuter von Gotland brauchen, ja genau, mindestens 15%. Und wir haben halt jetzt erst 8. Sprich, wir müssten irgendwie noch mehr Handelsschiffe bekommen. Aber das würde wieder bedeuten, dass wir andere Schiffe opfern müssten. Und wir brauchen halt eigentlich die Galeeren für unseren Schutz. Und 4 Kocken eigentlich auch. Und wir haben nicht so viel Geld, dass ich einfach über das Limit gehen kann. Ich meine, wir könnten jetzt nochmal... Ja, ich weiß auch nicht. Wir könnten jetzt die Galeeren halt wieder opfern und später wieder Galeeren aufbauen und alles jetzt in Barken investieren. Feindselige Flotte jagen. Aber für die Freibeutermission, wie gesagt, brauchen wir... Leichte Schiffe. Viele, viele leichte Schiffe. Gibt es noch zeitnah eine Möglichkeit, das zu erhöhen? Soweit ich sehe, erstmal alles uninteressant auch an Beratern für uns in der Hinsicht. Wartet mal, vielleicht hier versenkt die der berühmte Piratenkönig, das sind wir auch noch lang nicht. Ich würde sagen, wir schauen mal, wie viel uns das extra kostet, wenn wir noch eine weitere Bark in Auftrag geben werden. Einverstanden. Das heißt, stimmt, wir können keinerlei Anspruch aktuell hier machen. Außer wir würden halt einen Krieg erklären ohne Anspruch. Das würde unsere Stabilität in den Keller treiben. Und uns ein paar neue Probleme bescheren. Wir könnten wirklich überlegen, ob wir nicht einfach erstmal die ganzen Galeeren aufgeben und sie zu Barken entwickeln und später wieder Galeeren aufbauen. Das ist dann zwar auch wiederum ein Investment, aber ich glaube nicht, dass das jetzt noch viel mehr wachsen wird, oder? Jetzt haben wir sogar nur noch 7%. Der Deutsche Orden ist hier ziemlich stark. Okay. Direkte Kriegsgründe haben wir da nicht, oder? Wir wurden... Oh! Gewarnt vom Deutschen Orden, kann Wolgast den Krieg erklären, wenn Wolgast einen dritten... Achso, ich bin bei Wolgast gewesen. Ah, die wurden gewarnt, nicht wir. Bei uns haben wir keine irgendwie Informationen, keinen Kriegsgrund. Und leider wurde unser Spionagenetzwerk entdeckt, aber das bringt mir jetzt ja... Stimmt, das bringt mir ja eigentlich auch rein gar nichts, gerade bei Wolgast, dieses Spionagenetzwerk. Riga ist auch zu weit weg. Das ist eine eigene Küstenprovinz, das wäre eh die Hanse, mit der wir uns da anlegen würden. Ich meine, wir haben mittlerweile ja Polen als Bündnispartner, ebenso wie Brandenburg. Polen wiederum könnte uns natürlich helfen, Gebiete auch vom Deutschen Orden zu erhalten. Schauen wir doch mal ganz kurz in die Diplomatie hier rein. Oh ja, die haben natürlich riesige Interesse am ganzen Deutschen Orden. Lebenswichtig und strategisch. Die Frage ist, ob sie uns auch ein bisschen was davon geben würden. Und Litauen will halt viele Gebiete vom Livonischen Orden haben.
Danzig wäre natürlich schon. Also diese Küstengebiete wären spannend. Meint ihr, die das. Ich schau mal kurz, ob das meine Beziehungen extrem in den Keller ziehen würde. Wenn wir jetzt sagen, wir haben ein Interesse an Danzig und den ganzen Küstenprovinzen hier. Ah, wartet. So, das wäre sehr spannend. Genau. Genau. Jetzt schauen wir mal kurz, wie die Reaktion Polens darauf wäre. Scheint sich ja erstmal in Grenzen zu halten, soweit ich das sehe. Ist für sie scheinbar erstmal gar kein Problem. Einverstanden. Das heißt, wir sollten jetzt versuchen, bei Polen auch mal zu hofieren. Schicken jetzt halt so einen charismatischen Piraten dahin, der so ein bisschen diesen feinen Adligen von interessanten und spannenden Geschichten erzählt. Die Polen haben ja kein Problem mit unserer Piraterie. Die sind ja nicht davon betroffen, ganz im Gegenteil, die können damit einen Verbündeten gegen den Deutschen Orden haben. Denn der Deutsche Orden und der Livonische Orden haben ja durchaus auch eine nicht zu unterschätzende Flotte. Was uns dann halt wieder zur Frage bringt, Galeere, ja, nein. Tja. So, unsere Barke ist gleich fertig. Mir fällt ein, ich sollte sowieso einfach die Barken hier drüber bauen. Ich baue gleich noch eine zweite Bark. Die Ostsee. So, wir warten mal noch kurz einen Monat. Und auf geht's in die wilde Fahrt. Freibeuter-Mission. Ostsee. Schließen die sich jetzt zusammen eigentlich? Sind die so schlau? Ne, die fahren einzeln. Aber gucken wir mal, was das für Auswirkungen hat. Ob wir die 7% wieder ein bisschen. Jetzt sind wir wieder bei 8% auf jeden Fall. Städte fordern alte Rechte wieder. Oh, ja, ich will jetzt keine Stabilität verlieren. Oder Kardinäle. 9%, ja, okay. Ja, wir brauchen einfach mehr Barken. Ich würde gerne diese Mission vorantreiben. Wir werden die Piraterie vorantreiben. Wie viel Geld kostet mich jetzt die Flotte? 0,87. 0,08. Das kostet uns aktuell 0,08 mehr. Das ist, finde ich, geldtechnisch noch eine Zeit lang vertretbar, wenn wir dadurch. Ich sag mal so, ich werde mal eine Galeere dafür opfern, aber ich werde trotzdem übers Limit noch stärker hinausgehen. Also eine Galeere weg. Und wir bauen weiterhin. Wie sollten wir hier unseren Admiral eigentlich gar nicht? Vielleicht bringt mir das auch nochmal was. So, wir bauen hier einige Barken, um die Piraterie in der Ostsee schließlich zu beherrschen. Jetzt schauen wir mal kurz, ob uns das einmal geldtechnisch noch was bringt. 0,53 Handel, dass ich den Admiral jetzt hier genommen habe. Oh, nicht so richtig. Warten nochmal kurz einen Monat. Oh, wir haben da irgendwas, was da reinkam. Nee, handelstechnisch hat sich nichts verändert. Und hier. Oh ja, 10%. Es steigt. Es steigt. Eine Einladung zum Beitritt in die Handelsliga aus Lübeck. Ja, da haben wir letztes Mal schon mal drüber geredet mit der Hanse. Also, ich würde sagen, das passt einfach nicht zu uns. Wir sind Piraten. Wir werden nicht Teil einer Handelsliga. Wir berauben die Handelsliga. Also nur weil wir es mit Lübeck ein Zwangsbündnis haben, weil wir es sie brauchen, falls die Dänen angreifen, heißt das nicht, dass wir in deren Liga gehen. Abgelehnt. Wir können aber in eine erste Technologie investieren. Das ist durchaus eine wichtige. Das gibt unserer Armee mal ein bisschen Moral, sollte es zum Kampf kommen. Wir haben ja hier den Unterhalt auf Null, dass wir wenigstens ein bisschen Geld verdienen. Da fällt mir ein, ist die Festung eigentlich? Ja, Festungsunterhalt habe ich auch runter. Okay, verstehe. Nun gut. Das restliche Geld wollte ich eigentlich sparen für dann ein erstes Gebäude in Gotland. Sobald wir die Technologie dafür haben, eine Kirche zum Beispiel. Was sind das eigentlich für Rebellen hier? Schwedische Thronanwärter, okay. Freiheitsstreben ist auf jeden Fall auch hoch von Schweden. Die Sache ist die, ich glaube nicht, dass es in unserem Interesse ist, die Schweden in einem Unabhängigkeitskrieg zu unterstützen, weil ich glaube, normalerweise würde man ja verbündet sein, aber ich glaube, dass die Schweden uns direkt wieder fallen lassen, weil sie ja einen Anspruch auf Gotland haben. Ich glaube nicht, dass sie das akzeptieren würden, dann uns als Bündnispartner. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Genau. Das Schöne ist, wir haben als Piratenrepublik keine Stände. Ich spiele eh so ungern mit Ständen. Das kommt mir äußerst zugute. So, es werden immer noch weitere gebaut, weitere Barken. Wir bauen unseren Handelseinfluss aus. Oh, wir sind schon bei 12%, Leute. Sehr gut. Dadurch bekommen wir ja dann wichtige Ansprüche. 15%. Ich weiß, aber hier steht halt immer noch nördliche Ostsee. Ich hoffe, dass das reicht, in der Ostsee dann die 15% zu haben. Aber wir bekommen ja wirklich auf einige Gebiete dann Ansprüche. Sind das dann dauerhafte Ansprüche? Ja, dauerhaft steht dabei. Sehr schön. Und dann haben wir den Freihafen Lübeck. Lübeck im Besitz von Gotland oder einem nicht tributpflichtigen Untertan. Oh, da würden wir richtig Merkantilismus bekommen und wow, Unterhalt verringerter Unruhen, Rekrutenreserve. Alles klar, die Renaissance startet nun. Das ändert alles, das ist wahr. Zurück nochmal kurz zu den Missionen. Das würde bedeuten, Krieg gegen Lübeck langfristig für diese Mission. Müssen wir uns Freihafen Danzig, ja. Danzig ist im Besitz von Gotland. Dann würden wir auch hier Merkantilismus bekommen und in Danzig eben diese schönen Dinge und Grundproduktion. Also Danzig, auf jeden Fall Danzig, Lübeck, das wären natürlich klare Ziele für uns. Wir wollen ja hier den Handel als Piraten dominieren. Wir wollen ja Raubgut haben ohne Ende. Befreit den Hafen von Riga. Ja, auch gegen Riga könnten wir hier dann gut Krieg führen und bekommen Belohnungen. Und am Ende, wenn wir alles drei gemacht haben, Piratenhäfen. Okay. Gesamte Unruhe sinken. Oh, Seeräuber-Einfluss steigt. Achso, es kommt drauf an, wer gerade an der Herrschaft ist, glaube ich. Okay. Die Geißel der Nordsee, was war das eigentlich? Die Freibeuter von Gotländisch kontrollieren mindestens 25% der Handelsmacht in der Nordsee. Aha. Und bei der holländischen Küste 10% der Handelsmacht. Dann würden wir Geld bekommen und einen Anspruch auf Holland, London und Flandern. Ui, das wäre mal ein nächster Schritt, aber erstmal müssen wir uns auf die Ostsee fokussieren. Und dann haben wir ja auch noch das Mittelmeer. Ich könnte einen Anspruch auf jede Insel auf dem Mittelmeer bekommen. Auch das wäre spannend, wenn wir uns so irgendwie ausbreiten. Mindestens 5% der Handelsmacht auf einem beliebigen Umschlagplatz im Mittelmeer. Das sollte man ja hinbekommen. Okay, ja, ich habe so ein Gefühl, wir wissen jetzt, wo der Weg hingeht. Vielleicht, wir werden jetzt nicht nur Inseln erobern, aber vor allem natürlich diese Handels- und Küstenprovinzen und Inseln, die werden unser Ziel sein. Rügen, Gotland, Piraterie haben wir uns schon besprochen. Globale Piraterie. Ja, das ist mal in ferner Zukunft relevant. Okay. Nee, dann wissen wir Bescheid. Und ich denke, die gotländische Piratenflotte, da warten wir noch ein bisschen, bis wir uns das. Wobei. Ach ja, genau, da brauchen wir das höhere Flottenlimit. Das geht eher aktuell noch nicht. Handelsforschung ist heretisch. Verliere ich halt mal ein bisschen Prestige. Das nehme ich hin. Wann können wir wieder Plünderungsfahrten machen, Küstenüberfälle. Fahren wir mal kurz raus. Ich habe das Jahr vergessen. Hier haben wir eine Doktrin. Wir bekommen ein bisschen Papsteinfluss. Ah, viel bringt uns das nicht. 55. Okay. Wir haben ja mittlerweile, fällt mir gerade ein Bündnis mit Polen. Das heißt, wir müssen uns eigentlich keine Sorgen mehr über den Deutschen Orden und den Livonischen Orden machen. Die hassen uns sowieso. Dann können wir sie doch jetzt auch plündern. Ich habe das doch nicht gemacht, glaube ich. Wisst ihr noch? Aber jetzt ist es ja eigentlich egal. Nehmen wir mal den Admiral. Weil die habe ich, glaube ich, nicht geplündert gehabt, oder? Genau, wie viel Geld bekommen wir da? Nur 22 Gold. Liegt es das daran, dass ich nur 8 Galeeren habe? Hier hatte ich ja, glaube ich, geplündert. Aber hier in Riga und. Ah ne, da hatte ich auch geplündert gehabt. Okay, der Rest ist also in 3 Jahren wieder möglich. Und hier hinten. Da wäre natürlich Moskau. Genau, ich wollte auch die Beziehungen eigentlich auch zu Moskau mal erhöhen. Weil das wären natürlich auch starke Bündnispartner. Hätten wir denn schon bei Brandenburg aktuell zum Beispiel die 10 gefallen? Ja. Dann werde ich mal in Moskau Beziehungen verbessern. Unsere Meinung ist freundlich. Ja, aber wir würden halt jetzt die Meinung schwächen, wenn ich jetzt hier plündere. Ach, das haben wir letztes Mal auch gemacht. Okay, dann. Never mind. Gehen wir wieder zurück. Und unsere große Flotte bekommt wieder
den Retil Brahe als Kapitän. Einverstanden. So, wie schaut's aus? 13%. Wir sind bald bei den 15. Aber wie viel Geld bekomme ich dadurch? Ich bekomme irgendwie, also kaum Geld. Kriegsbeute ist 0,59. Obwohl wir gerade so viel Handelseinfluss haben. Oder bringt mir das einfach mehr... Naja, aber der Handel bringt mir ja auch kaum Einnahmen aktuell. 0,48. Deswegen weiß ich auch nicht so sicher, wie viel mir das bringen soll. Piraten. Damit ist aber schon gemeint, jetzt muss ich nochmal gucken, dass die Piraten so viel Einfluss haben, oder? Ne, wartet mal, hier... Ja doch, hier steht, die Freibeuter kontrollieren 15% Handelsmacht. Und das sind ja unsere Piraten. Ich gehe mal davon aus, dass das hoffentlich gemeint sein wird. Baue ich aktuell? Ja, ich baue noch fleißig Schiffe. Ja, noch 3 Stück. Wie gesagt, wir gehen ordentlich über unser Limit. Das nehmen wir jetzt einfach mal in Kauf. Sobald wir was erobern, können wir auch unser Limit wieder erhöhen. Aktuell zahlen wir 0,18 mehr. Das geht, finde ich, noch in Ordnung. Gleich ist die nächste Bark fertig. Piratenrepublik wählt. Es geht mal wieder um eine Wahl. So. Ist der jetzt schon gestorben? Ja, das war ja unser... Achso, nee, das sind jetzt die 4 Jahre einfach vorbei gewesen. Und das ist leider ein Veruntreuer, deswegen würde ich den also ungern wieder nochmal haben. Deswegen könnten wir einen aufstrebenden Piraten haben als Herrscher. Dann würden wieder die Seeräuber Einfluss erhalten. Und wir würden diese republikanische Tradition bekommen, aber die bekommen wir doch jetzt sowieso 0,5, genau. Wir könnten jetzt einfach auch mal einen Schmuggler uns holen. Senkt aber leider unser Prestige, und zwar enorm. Aber der Handelseinfluss, das ist ja genau das, was wir jetzt gerade haben wollen. So ein Schmuggler, wir sind noch in Friedenszeiten für die nächsten 4 Jahre. Ich weiß, wir brauchen zwar keine Diplo-Punkte, aber ich würde jetzt gerne mal den Schmuggler haben, glaube ich. Den ändern wir dann aber auch wieder ab. Hoffentlich hat er eine positive Eigenschaft, die er mitbringt. Oh ja, kontaktreich. Kosten von Beratern sind reduziert. Sehr gut. 11% Handelseinfluss. Kann es sein, dass ich mich jetzt gerade vielleicht selbst behindert habe, weil der erhöht ja jetzt den Handelseinfluss, den wir als Gotland haben. Oh mein Gott. Ein Ruf zu den Waffen, meine Freunde. Ein Ruf zu den Waffen. Und jetzt habe ich natürlich den Diplomaten mir geholt. In der Stunde des Krieges. Ja, weil Gotland selbst hat jetzt 5 Handelseinfluss. Ich erhöhe jetzt meinen eigenen Handelseinfluss. Dadurch, dass jetzt eben... Ach, die Kapitäne sind immer noch an der Macht. Ich habe noch gar nicht die Schmuggler, oder was? Das heißt, ich habe immer noch Moral im Kampf erhöht. Ja, gut, dann bringt mir jetzt der Schmuggler leider nicht so viel. Ich habe überlegt, ob wir unser Gebiet in Gotland einfach mal richtig schön entwickeln. Und ich da ordentlich Punkte rein investiere. Aber jetzt haben wir erstmal einen Krieg. Und da sollten wir natürlich schauen, dadurch könnten wir auch Land bekommen, ohne dass wir einen Anspruch haben. Und zwar haben wir diesen Krieg hier. Polen im Krieg gegen Deutsche Orden, Livonische Orden, Magdeburg, Mecklenburg und Stettin. Also alles relativ interessante Ziele. Wir haben ja diesen Militärzugang von Mecklenburg, der würde sich ja dann, denke ich, sowieso erledigen. Wir sollten nochmal dringend sagen, dass uns auch Mecklenburg interessiert, dass wir auch dort gerne Küstengebiete haben wollen. Das wird natürlich Mecklenburg gar nicht gefallen. Sehr schön, so. Weil vielleicht kann uns dann Polen ein bisschen belohnen, wenn wir in diesem Krieg tapfer an seiner Seite mitkämpfen. Aber apropos Krieg, das heißt, ich muss leider jetzt meinen Handelseinfluss, den ich mir so langsam aufgebaut habe, erstmal wieder beenden und mich zurückziehen. Ich hoffe, dass der erstmal noch eine Zeit bestehen bleibt. Falls nicht, bauen wir den einfach wieder auf. Kriegen wir hin. Ich muss meinen Armeeunterhalt erhöhen, wenn wir mitkämpfen wollen. Genau, aber wichtig ist halt vor allem, dass die Flotte stark steht. Genau. Ja, wir werden natürlich akzeptieren, so viel steht fest. Wir akzeptieren. Hä? Wieso habe ich jetzt bitte 3 Stabilität verloren? Wait a minute. Jetzt akzeptiert. Ich bin jetzt im Krieg mit den Polen. Polnische Eroberung von Kulm. Ich habe jetzt die Entscheidung nicht durchgelesen. Wieso habe ich bitte 3 Stabilität verloren?
Oder 4 Stabilität verloren. Hatten wir noch... Oh, nee, sag mir nicht, wir hatten einen Waffenstillstand mit denen irgendwie, den ich jetzt gebrochen habe. Hatten wir einen Waffenstillstand? Shit. Ja, das macht uns jetzt tatsächlich... Und wir haben auch gleich mal ordentlich Kriegsmüdigkeit deswegen kassiert. Ja, aber wenn ich es abgelehnt hätte, wäre das ja auch mit Polen ungünstig geworden. Ah, ganz toll. Ganz toll. Gut, das heißt, wir dürfen erstmal schön teuer unsere Stabilität wieder erhöhen. Wenigstens auf 0. Die Kriegsmüdigkeit macht jetzt leider auch nicht gerade besser. Okay, unsere Flotte ist wieder beisammen. Stimmt, wir haben ja hier einen guten, aber gut, warte mal, Nahkampf-Flotten-General? Oh, wieso nicht? Wie stark ist denn die Flotte vom deutschen Orden? Jetzt, wenn man das Ganze so sieht, hätte ich jetzt auch Wolgas angreifen können. Dann hätten wir auch den Stabilitätsverlust gehabt. Ja, mal gucken. Sie haben 15 Schiffe. Aber der Livonische Orden leider auch 15, also 30. Und ich habe halt nur 8 Galeeren. Also ich weiß nicht, ob wir die Seehoheit hier bekommen. Ich würde sagen, wir versuchen es mal rauszufinden, indem wir einfach mal rausfahren. Vielleicht einzelne Schiffe schon abfangen. Ah, sie haben 5 Galeeren. Sie haben vor allem viele Transportschiffe. Das ist, die sind schwach. Das hilft uns. Ich brauche jetzt halt auf jeden Fall noch einen General. Oh ja, Inge Lilienkranz ist relativ gut. 3 im Nahkampf. Ich würde nämlich gerne nach Danzig marschieren. In der Hoffnung, dass aber der Deutsche Orden uns dort nicht angreift. Die stehen halt hier schon so gefährlich. Ist die Frage, ob sie uns angreifen. Aber Polen und Litauen, die machen auf jeden Fall auch schon sehr viel Ärger. Jetzt habe ich natürlich nur 4 Transportschiffe. Das heißt, ich komme da jetzt nicht so einfach rüber. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal 2 Truppen zurücklassen. Ich habe Angst, dass jetzt die Polen schon die ganzen schönen Gebiete besetzen. Aber die müssen ja erstmal die Festungen belagern. Ach, bei Tuchel ziehen sie sich sogar zurück. Okay. Die müssen halt einmal die Armee eigentlich des Deutschen Ordens erst schwächen, bevor wir da reinmarschieren. Ja, und der rekrutiert gerade nochmal. Und er zieht natürlich nach Westen. Ah, dann kann ich nicht nach Danzig. Er ist jetzt hier unten im Süden. Und da stehen aber leider auch die Magdeburger Truppen. Wir sind halt dann ziemlich isoliert in Danzig. Und ich kann halt Danzig auch nicht kurz belagern und wieder weggehen, weil das ist ja innerhalb einer Festungsstufe. Wir könnten aber einfach schnell mal Memel uns holen. Memel hat ja auch eine Mündungsöffnung. Da würden wir sogar noch einen Anspruch drauf bekommen, aber so oder so ist es spannend. Deswegen würde ich sagen, marschieren wir mal nach Memel. Fraktion übernimmt die Macht, die Seeräuber. Oh, damit Regeneration der Seeleute ist besser wieder. Okay. Ja, stimmt, wir brauchen gerade auch richtig viele Seeleute. Das wird langfristig noch ein Problem werden. Und wir können die diplomatische Technologie uns hier noch holen, leisten. Machen wir das? Das heißt nämlich, wir könnten jetzt auch einen Marktplatz bauen. Leider eben keine Kirche, wie geplant. Aber ein Marktplatz für den Handel wäre ja auch nicht schlecht. Wie viel würde uns der bringen? Wartet, das sieht man am besten hier über dieses Baumenü. Hier, Marktplatz. Oh ja, 3,6. Ich mache Minus, aber ich baue den Marktplatz. Ich will den gerne haben. Leider ist Memel übrigens schon geplündert, was sehr traurig ist. Ah, werden das jetzt Memel besetzen als nächstes, obwohl ich da landen möchte. Aber ich brauche ja ewig, bis ich da lande. Ah, noch habe ich Glück. Noch habe ich Glück. Komm schon. Ja. Okay, wir können Memel belagern, das ist sehr gut. Das mit Danzig ist halt hier, weil hier sind die feindlichen Truppen. Das sind ca. 30.000. Aber wir könnten ja mal wagen, mit unseren 2.000 Truppen nach Danzig zu marschieren. Daneben sind ja die Polen. Ui, wir werden direkt in den nächsten Krieg gerufen. Aber jetzt schaue ich nochmal hin. Das war doch genau dasselbe vorhin. Wenn ich ablehne, würde ich Prestige verlieren, aber wenn ich akzeptiere... Ich habe akzeptiert. Und ich habe die ganze Stabilität verloren. Ich weiß nicht, ob das noch eine Mechanik ist, die ich nicht kenne. Aber das ist jetzt natürlich eine äußerst ungünstige Situation. Was ist denn das für ein Krieg? Seit wann führt Brandenburg und Böhmen so früh irgendeinen Krieg? Böhmen ist im Krieg mit Brandenburg. Ansbach, Bayreuth, Lüneburg, Goslar. Ja gut, da muss ich nicht lange überlegen, um zu wissen, wer diesen Krieg gewinnen wird. Ich habe leider das Gefühl, wir müssen dieses... Also, naja, ich bin gerade hin und her gerissen.
Wir könnten natürlich einfach akzeptieren, dann haben wir natürlich böhmische Truppen, die uns vielleicht verfolgen, wenn wir hier gerade kämpfen. Ich meine, in Gotland sind wir geschützt, da werden die Böhmen nicht hinkommen. Aber im jetzigen Konflikt mit dem Deutschen Orden könnten halt versuchen, die Böhmen auch noch unsere Truppen zu jagen und uns dort anzugreifen oder abzufangen. Der Krieg wird auf jeden Fall verloren gehen, zu 100%. Aber wir könnten trotzdem, Brandenburg würde auch einiges verlieren, wäre kein guter Verbündeter mehr, hat eh nur noch 4000 Truppen. Aber wenn ich jetzt halt ablehne, würden wir sehr viel Prestige verlieren. Das würde uns ziemlich in den Keller bringen. Ich würde sagen, das entscheiden wir in der nächsten Folge, meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir mal, wie dieser erste große, richtige Krieg für Gotland unter Beteiligung Gotlands ausgehen wird. Ob uns Polen belohnen wird oder ob Polen sich nur selbst bedienen wird am Deutschen Orden und sich selbst die Gebiete holt. Ich bin sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Euer Gaius Julius Caesar.